not somebody I say you don't cross my mind. And she doesn't know that this is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. Du hast schon ein Leid, ne? I don't always think about you. Hallo Menschen, heute beginne ich mal wieder einen neuen Vlog, und zwar an einem Tag, wo so ein bisschen was passiert. Ich war nämlich heute schon im Kino, also heute ist Sonntag, 12 Uhr war ich im Kino zu Der wilde Wald, und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind erstens wunderschöne Aufnahmen, muss man sagen, also sowohl von den Bäumen und auch der Geografie, also einige Drohnenaufnahmen, als auch von den Tieren, also Insekten, Vögel, Säugetiere. Es waren zwei relativ ausführliche, sag ich mal, Szenen mit Luchsen und Wölfen. Das sind sowieso wunderschöne Tiere, beides, finde ich. Und bei dem Luchs waren dann auch noch Babyluchse mit dabei. Und das war also wirklich total putzig. Die einzige Mini-Kritik, die ich da bringen würde, ist, dass es vielleicht ein paar Zeitlupenaufnahmen zu viel waren. Die sind natürlich schon auch schön. Und klar ist das irgendwie eindrucksvoll, wenn so ein Wolf eben in Slow Motion auf einen zugetrabt kommt. Oder auch gerade bei Insekten, die sich eigentlich so schnell bewegen, wenn man das in Zeitlupe sieht. Aber auch das, wie gesagt, man wirkt sich irgendwann so ein bisschen ab. Und halt so nach der 100. Zeitlupenaufnahme dachte ich mir auch, okay, es bewegt sich nicht jedes Tier in Slow Motion. Aber es war insgesamt, also es ist jetzt eine Mini-Kritik, es war sehr, sehr schön. Und interviewt werden halt ja, sowohl also ein Förster, eine Philosophin, einer, der ist so, ich weiß auch nicht, Fotograf und Wandersmann, dann natürlich auch die, wie sagt man, die Leiter des Nationalparkes. Und es geht eben ganz, ganz viel um dieses Konzept, dass dort der Mensch nicht eingreift, also auch zum Beispiel beim Brockenkäferbefall nicht. Dazu gibt es dann noch so ein paar historische Aufnahmen, denn gerade so in den 90er Jahren kam das nicht sehr gut an, und die Bevölkerung dort ging halt so auf die Straßen, um halt zu, also um zu sagen, okay, das ist ja nur so eine grüne Politik und die macht uns die Gegend kaputt, während man inzwischen eigentlich sieht, welche vielen positiven Folgen das eigentlich durchaus hatte. Die Artenvielfalt, die Tiere kommen zurück, aber auch die Bäume regenerieren sich halt, es ist eine Verjüngung des Waldes. Also das fand ich alles total interessant, und das lässt mich halt auch so diese Totholzareale in der Sächsischen Schweiz nochmal, also eigentlich nicht unbedingt anders sehen, denn ich habe durch den Film jetzt nicht viel Neues gelernt, ich wusste das alles schon. Trotzdem stehe ich halt manchmal dann auch so im Elbsandsteingebirge und sehe halt da einfach nur so diese kahlen, grauen Stämme und denke mir so, das sieht irgendwie falsch aus, aber natürlich gehört das zum Kreislauf dazu. Das heißt, ja, den Film kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob er noch läuft, sobald das Video online ist, aber mir hat es sehr gut gefallen. Dann bin ich wieder in die Innenstadt gefahren, habe noch auf so einem Kirchhof kurz Halt gemacht, also bin ich reingegangen. Ich bin ja auch Atheistin, aber ich fand die Architektur da ganz hübsch. Bin da eigentlich schon tausendmal vorbeigefahren, aber habe es irgendwie noch nie gefilmt. Und bin im Umai essen gegangen, was sehr, sehr lecker war. Zuerst habe ich einen Tee getrunken, der total interessant war. Ich kann das gar nicht, ich glaube, alles, was ich beschreibe, weckt falsche Assoziationen, weil es hat mich schon irgendwie so ein bisschen an einen Malztrunk und vielleicht sogar ein bisschen an Popcorn erinnert. Aber nicht in dieser künstlichen, aromatisierten, also es gibt doch auch Tee irgendwie so mit Cheesecake-Geschmack oder so. Nicht so, sondern ganz, ganz natürlich. Das ist halt aus braunem Reis und war so süßlich, aber ja, schwierig zu beschreiben, fand ich aber total interessant. Und auch die Ramen, die ich gegessen habe, es gab drei vegane Optionen, und ich habe die mit, also Mock Duck, also Fake-Ente, wie sagt man auf Deutsch, und ich habe schon ewig keine echte Ente mehr gegessen, aber das ist auch tatsächlich immer nicht mein Ziel, wenn ich so Fake-Fleisch bestelle, dann muss das nicht so schmecken wie das Original, sondern ich will einfach nur, ich will ein leckeres Gericht. Und wenn dann halt, also wenn da halt jetzt nicht gestanden hätte Mock Duck, sondern halt marinierter Seitetan, dann hätte ich es genauso bestellt, und fand es total lecker, weil es auch eine, also auch hier wieder interessant, weil es hat eine ziemlich starke Sesamnote, die Brühe. Was ich aber so in den Rahmen, die ich bis jetzt gegessen hatte, noch nicht hatte. Und insofern war das einfach ganz tolles kulinarisches Erlebnis und fand auch eigentlich die Einrichtung ganz, ganz hübsch. Also vorne sind eher so ein paar knallige Bilder an der Wand, und hinten hat man dann eher so ein bisschen in ruhigeren, gesitteteren Stil oder so. Also ist ganz nett und war, wie gesagt, vom Geschmacklichen her sehr, 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 sehr lecker. Und theoretisch hatte ich überlegt, ob ich danach noch klettern gehe und vielleicht abends tatsächlich nochmal ins Kino. Aber erstens, es ist so windig zurzeit, dass ich das Hin- und Herfahren schon extrem anstrengend war mit dem Fahrrad halt, und ich auch gut 10 Minuten länger gebraucht habe. Und außerdem hat dann zufälligerweise direkt bevor ich ins Umai gegangen bin, eine Freundin angerufen, ob ich 18 Uhr mit ihnen nochmal zum Abendbrot essen gehen will. Auch in ein Restaurant, nämlich ins Wiegenhaus, mein liebstes Dresdner Restaurant. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Aber tatsächlich muss ich schon, ja, in eineinhalb Stunden, das ist schon zu spät, muss ich schon wieder los. Also heute ist, ja,
viel Trubel dafür, dass ich gestern Abend noch überlegt habe, ob ich heute überhaupt irgendwas mache. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Irgendwie, also wenn man immer sagt, den Tag nutzen, dann klingt das immer so doof. Ich meine jetzt nicht, dass ich unbedingt produktiv sein will, sondern im Gegenteil. Das waren ja wirklich mehrere Dinge so für mich und für, naja, vielleicht auch so ein bisschen ein Runterkommen und ein, ja, mal Dinge tun, die man sonst eben im Alltag vielleicht nicht immer so macht. Oder kommt drauf an, was er für ein Leben führt, aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag essen, außer heute gehe ich zweimal essen. Where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. Lustiges Licht hier durch die Kerze, die hier steht, aber gut, ist egal, das lassen wir jetzt so. Essen war ja, super lecker, habe ich ja schon angedeutet. Das Vegan House ist mein liebstes Restaurant in Dresden und wir sind tatsächlich auch nicht sehr lang geblieben. Also wir haben wirklich nur gegessen und sind dann heim, was ich aber auch okay fand so für den Tag. Ich wollte ja jetzt nicht irgendwie noch 3 Stunden um die Häuser ziehen. Und dann habe ich eigentlich bis jetzt einfach nur noch Outpost von Dmitri Klukowski gelesen und war grundsätzlich bisher eigentlich nicht wirklich begeistert. Und bei dem hier kommt jetzt dazu, dass unser Protagonist ein 17-Jähriger ist, der sich in eine 24-Jährige verliebt hat und die hat dann auch so Liebeslieder schreibt, die nicht besonders gut sind. Das ist halt einfach etwas, wovon ich nicht so besonders gerne lese. Ich habe irgendwie, was meine Speculative Fiction betrifft, also ist halt nicht so ein glückliches Händchen, denn bei der Drachenreihe, die ich in meinem letzten Lesevlog besprochen habe, war das ja auch schon so, dass es irgendwie so diese Teenager-Liebeleien sind, obwohl es ja eigentlich um was ganz anderes geht, hier ja auch. Aber irgendwie stecken die dann so ein bisschen im Zentrum, aber wir haben jetzt zum Glück auch andere Perspektiven und ich muss sagen, ich war jetzt lange Zeit von diesem Buch ziemlich enttäuscht und ich war schon bei der Hälfte des Buches und dachte mir so, mein Gott, und dann so ganz klischeehaft. Also ich wollte eigentlich nur noch dieses Kapitel wirklich lesen und dann auf Seite 244 gab es so eine coole Szene, dass ich mir dachte so, jetzt muss ich doch noch ein bisschen weiterlesen. Also das ist jetzt auch so das erste Mal, dass ich mir denke, okay, jetzt kommt eben so wirklich dieses, also nicht übernatürlich, aber halt so ein ja, seltsames, kurioses Element mit hier in die Geschichte rein und ich bin gespannt, was sich da jetzt noch so entwickelt, aber drumherum, ehrlich gesagt, also bis jetzt definitiv kein Lieblingsbuch. Ich habe schon noch Lust, das jetzt weiter zu lesen, bin gespannt, was so passiert, aber auch sprachlich, also ich habe jetzt vorher gerade Berlin-Moskau gelesen von Wolfgang Büscher, glaube ich, und das war halt gerade so von den Formulierungen her sehr, sehr gekonnt, hat mich sprachlich umgehauen, oder gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen und da ist das ja jetzt gerade vielleicht nicht so das beste Anschlussbuch gewesen, aber ja, das mal so als literarische Zwischenmeldung und ja, die nächsten Tage muss ich auch ein bisschen arbeiten, also nicht ein bisschen, sondern normal viel sogar teilweise, das heißt, da werden jetzt vielleicht nicht so viele Updates kommen. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. About you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all
Kleines Update, Leute. Die letzten Tage habe ich nicht viel gemacht. Ich war arbeiten, habe ein bisschen gelesen. Habe unter anderem die Metro eben nicht, Outpost beendet und es war einfach wirklich nicht gut. Es gab nochmal so zwei solche Stellen, bei denen so das Gruselige und die Atmosphäre bei mir funktioniert haben, aber das macht das ganze Buch nicht wett. Ich habe schon auf Instagram drüber geredet, ich will es jetzt gar nicht nochmal irgendwie tot diskutieren. Hat mir nicht gut gefallen. Gestern Abend ging es auch erst nochmal schlecht weiter. Ich war im Kino mit meinem Partner. Ich gucke ja selber durchaus auch ganz gerne Horrorfilme, zu dem wäre ich jetzt aber tatsächlich nicht unbedingt ins Kino gegangen. Es ist nämlich der neue Halloween, Halloween Kills, und der, muss man auch einfach sagen, war richtig, richtig schlecht. Beziehungsweise, was gut war an dem Film, ist der Soundtrack, aber den gibt es ja auch gefühlt schon seit Jahren, ne? Also gerade dieses typische, also wenn ihr Halloween jemals gesehen habt, das typische Theme, das kam natürlich auch wieder. Und die Effekte, so das Blutgesplatter sah gut aus, aber also wirklich grottige Dialoge. Nicht mal, dass man sich denkt, okay, ja, war jetzt vielleicht nicht das Tiefsinnigste, aber war in Ordnung. Nee, nichts an diesem Film war in Ordnung. Also wir haben uns auch wirklich mehrmals angeguckt, eigentlich hätten wir gehen sollen. Also wir haben uns auch im Nachhinein dann gesagt, dass wir beide den Gedanken hatten, vielleicht gehen wir lieber, aber haben wir dann halt irgendwie doch nicht. War Zeitverschwendung, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und dazu kam, ich war das erste Mal seit einer ganzen Weile mal wieder in einem großen Kino. Ich gehe halt sonst irgendwie doch meistens ins Programmkino. Und ich wusste jetzt auch wieder, warum. Also ich weiß nicht, ob das Publikum da jetzt irgendwie besonders schlimm war, weil, also viele gucken Horrorfilme ja doch auch so ein bisschen als eine lustige Freundeskreisbeschäftigung, kann ich auch verstehen. Also ich habe durchaus auch schon Horrorfilme mit Freunden daheim geguckt und wir haben eher drüber gelacht. Aber das war wirklich nervig. Also auch die ersten Minuten, als der Film schon losging, waren die Leute einfach noch laut. Übelste Geräuschkulisse, also sowohl Reden als auch Rascheln, als auch, also einfach, weiß auch nicht, eine ganz große Unruhe in diesem Saal. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob es an dem Halloween-Film lag oder allgemein so am Publikum in einer großen Kette. Also das Rundkino gehört zur Cineplex-Reihe hier in Dresden. War nichts für mich und ich muss echt sagen, dass das in den Programmkinos anders ist. Also das habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr erlebt und ich glaube, ich werde da immer empfindlicher, dass ich dann auch den Film, wäre er jetzt gut gewesen, was er nicht war, kann ich dann gar nicht genießen, wenn das um mich herum so ein Trubel ist. So, heute wurde es dann aber ein bisschen ausgeglichen. Ich habe heute frei, beziehungsweise ich und mein Partner, wir haben beide frei und ich war natürlich auch relativ lange mit Balu draußen. Ich war beim Zahnarzt, wir haben Hundefutter gekauft für 83 Euro und dann haben wir eine ganz, ganz großartige Doku über Pilze gesehen. Fantastic Fungi heißt die, glaube ich, auf Englisch und auf Deutsch auch fantastische Pilze oder so. Und wirklich, also faszinierend ist das Wort, was das betrifft. Ich habe ein bisschen was davon schon gewusst, weil ein paar englischsprachige Booktuberinnen, denen ich folge, die haben ein Buch oder mehrere Bücher in diese Richtung in letzter Zeit irgendwie so im letzten Jahr gelesen und da haben die halt während der in den Rezensionen schon so ein paar Fakten genannt und deswegen war ich da schon hin und weg. Und jetzt das nochmal so von mehreren Leuten erklärt zu bekommen, war bombastisch. Ich habe jetzt auch schon mir eine Leseliste gemacht, also ich weiß nicht, wann ich dazu komme, aber theoretisch bin ich unglaublich interessiert, da noch mehr zu vertiefen und ich finde das ganz beeindruckend, welchen Weg da manche gegangen sind. Also der eine ist zum Beispiel eigentlich Laie, also der hat nie Biologie studiert und ist da jetzt aber, also hat schon mehrere Patente angemeldet, so für verschiedene Pilzformen, die dann Termiten befallen, wenn Termiten irgendwie in einem Haus unliebsamerweise ein Haus besetzt haben. Sagt man so. Und egal, also ganz unglaublich viele Fakten und wie das halt alles so zusammenhängt. Und ich kann es gerade nicht so gut wiedergeben. Und vor allem habe ich mir natürlich auch nicht irgendwie alle Infos gemerkt, aber während des Staunens war ich hin und weg. Und Mini-Kritik am Film ist eigentlich nur, im Gegensatz zu der Walddoku, von der ich letztens auch erzählt habe, wo ich ja gesagt habe, okay, es gab ganz viele Slow-Motion-Aufnahmen und oft, die sehen zwar schön aus, aber irgendwie gab es dann auch ganz viele Aufnahmen, wo man sich denkt, okay, ja, ich habe die Schönheit erkannt, jetzt kann es vielleicht weitergehen. Hier war es so, dass es da auch tolle, in dem Fall eher Zeitraffer-Aufnahmen gab, aber es gab kaum mal ein paar Sekunden Ruhe, um ein paar Fakten sacken zu lassen, sondern es ging immer weiter, also wirklich Fakten, 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 Fakten und halt auch nicht nur, also ich muss so über diesen Hund lachen. das war inhaltlich nicht schwierig zu verstehen. Das war ja schon für Laien wie mich gemacht, ne? Also es ist nicht so, dass man da etwas, dass man nicht hinterher kann. Oder naja doch, also einfach von der Menge her. Also ich glaube, ich wurde auch so erschlagen von Fakten, deswegen kann ich euch vor Schreck irgendwie jetzt gar nichts mehr so wiedergegeben. Ich
muss das irgendwie erstmal alles dann nochmal in Ruhe, weil ich, wie gesagt, in einem Buch konsumieren oder so, aber auf jeden Fall ganz, ganz tolle Lebewesen, diese Pilze. Und ich will jetzt auch endlich mal, also das hat, glaube ich, auch Sarah vom Kanal Bookmarked in ihrem letzten Vlog erwähnt, es gibt ja auch diese Pilze, die man sich in so einer, ja, in so einer Box-Ding-Folie kaufen kann, die man dann so im eigenen Keller hochzieht. Das will ich mir jetzt endlich auch mal kaufen. Finde ich, ja, ganz faszinierend. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das hat mir sehr gut gefallen. Also vielleicht noch ein zweites, was ich kurz kritisieren kann. Ich hab überhaupt nichts gegen Magic Mushrooms, also psychedelische Pilze. Und zum Beispiel auch die erste Erzählung davon im Film, die fand ich auch sehr, sehr gut, sehr eindrücklich. Da hat man richtig gemerkt, dass es für den eine spirituelle Erfahrung irgendwie war. Aber es kam dann vielleicht ein bisschen zu oft, der Hund ärgert mich, beziehungsweise klang es dann manchmal zwischendurch so ein bisschen, ja, wenn wir alle solche Pilze essen, dann geht's der Welt gut. Also das ist jetzt übertrieben von mir, aber da die Stimmung kam so oder tendierte da so ein bisschen in diese Richtung. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Und ja, danach bin ich bei einem Sushi-Restaurant, was neu bei meinem Partner aufgemacht hat, vielleicht ein bisschen eskaliert. Und wir hatten aber so viel Hunger, dass ich vergessen habe zu filmen, bevor wir es gegessen haben. Und ja, ist okay. Aber dafür nehme ich die Kamera jetzt abends noch mit zu einer Freundin. Die kocht auch immer unglaublich lecker. Und dann werde ich euch wenigstens da noch ein bisschen was Kulinarisches filmen. I found somebody, I say you don't cross my mind. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. So, mal wieder ein kleines Update. Das Treffen mit den zwei Freundinnen war sehr schön, vor allem sehr, sehr, sehr lecker. Jedes Mal, fast jedes Mal, wenn ich bei dieser Freundin bin, denke ich mir, Mann, ich muss mal häufiger Dinge panieren. Mir kommt das irgendwie immer wie ein übelster Aufwand vor, wenn man halt irgendwie mehrere Teller einmatscht, aber im Endeffekt ist es ja gar nicht so aufwendig und wie gesagt, war wirklich, wirklich lecker und fand es dann auch sehr schön, weil wir haben noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein paar alte Gefühle nochmal ein bisschen aufgearbeitet, also wie es so in unseren 20ern war und wie sich das jetzt teilweise verändert hat und das, ja, tat eigentlich ganz gut. Dann war am nächsten Tag, also ich war arbeiten und am Abend war die Geburtstagsfeier eines anderen Freundes und ich muss sagen, die hat mich nicht so umgehauen. Da habe ich einfach auch gemerkt, dass ich halt Teile, also es gibt ja immer so Freundeskreisgruppen, die sich überschneiden und dann hat man aber mit einem Teil irgendwie gar nicht so viel zu tun. Und es, ja, ich muss jetzt mal sagen, es war wirklich halt richtiger Pipi-Kaka-Humor. Und also es ging die ganze Zeit irgendwie nur ums Saufen und war ich auf dem Festival und habe hinter das Zelt gekackt und gleichzeitig gekotzt und so. Und das sind vor allem, das sind dieselben Geschichten, die ich irgendwie seit 10 Jahren höre. Und ich fand es gestern dann doch irgendwie ziemlich anstrengend. Ich war aber auch, also, gut, nee, ich war nicht ganz nüchtern, ich kam aber nur mit O-Saft hin und dann hat mir jemand noch ein Mixgetränk gegeben. Aber das, das hat es dann auch nicht mehr rausgerissen. Bin dann tatsächlich nach 2 Stunden schon wieder gegangen. Ja, gab auch noch so eine Äußerung, jetzt, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Da hat sich jemand über anderen Musikgeschmack lustig gemacht. Und ich meine, jetzt ist es bei mir auch so, ich mag Metal ja auch, aber ich hasse das wirklich, wenn Leute dann auf halt nicht so harte Musik herabblicken, als wäre das, also ich, das ist doch, also ich weiß nicht, wie es in Leuten halt nicht ankommen kann, dass das einfach nur eine Geschmackssache ist. Und speziell in dem Fall wurde dann eben der Begriff Muschi-Musik verwendet. Und mal abgesehen davon, dass ich nicht der Meinung bin, dass man das weibliche Geschlechtsorgan als etwas Abwertendes verwenden sollte. Ne? Also wenn man schon den Begriff
Muschi-Musik verwendet, dann sollte das doch das tollste Genre sein. Also das ist Muschi-Musik in meinen Ohren von mir aus. Aber abgesehen davon finde ich den Begriff auch einfach nie so schön. Und wie gesagt, kann auch die Einstellung nicht so ganz nachvollziehen, warum man sich dann irgendwie ja, die andere Musik lustig machen muss oder so. Wie gesagt, das war dann nicht so mein Abend. Also ich bin tatsächlich auch, obwohl mich halt jemand auf einer Fahrkarte hätte mitnehmen können, habe ich dann gesagt, pass auf, ich fahre lieber, wollte dann auch so ein bisschen herunterkommen, ist irgendwie auch der falsche Aussage. Ich weiß nicht, vielleicht hat es mich irgendwie auch an, ich weiß gar nicht, warum mich das an dem Tag vielleicht so genervt hat, aber ja, da habe ich gemerkt, dass sich ja manche Leute erinnern und manche eben auch nicht. Und das ist dann auch, ich habe gerade das Ärmchen von Malu gesehen. Jedenfalls, ja, dass das vielleicht auch ganz okay ist, wenn sich Wege manchmal trennen, um ehrlich zu sein. Genau. Malu, wo wir gerade beim Thema sind, bei dem kickt die Pubertät aber gerade volle Kanne rein. Also gibt schon anstrengende Tage. Beziehungsweise vor kurzem ist uns mal aufgefallen, dass wir irgendwie schon seit einer ganzen Weile jeden Tag wieder sagen, boah, heute ist aber besonders schlimm. Und am Tag vorher haben wir dasselbe auch schon gesagt und am nächsten Tag sagen wir dasselbe auch nochmal. Ja, es schwankt immer so ein bisschen. Beziehungsweise daheim ist eigentlich auch alles okay und er ist ja wirklich, es gibt so viele niedliche, warme oder auch witzige Momente. Also was ich über diesen Hund schon gelacht habe, der ist so ulkig manchmal. Aber gerade draußen, also zurzeit zieht er zum Beispiel unglaublich. Und ja, ich meine, ja, ihr könnt mir Tipps da lassen, aber ich glaube, eigentlich kennen wir auch schon alle Tipps und trainieren das auch. Aber das ist das nächste Thema. Wir wollten eigentlich schon seit einer Weile mal wieder einen Termin beim Hundetrainer und ich glaube, wir haben Ende September geguckt und haben im kompletten Oktober keinen Termin gefunden, weil wir halt auch immer so ein bisschen unregelmäßig arbeiten und konnten halt dann auch für November noch nichts buchen, weil wir da ja noch keinen Arbeitsplan hatten. Hin und her, also wir sind dran und das ist einfach, ich glaube, es ist hinter einem nur so ein bisschen die große Angst, oder die, ja, dass man ja nicht weiß, ob es wirklich nur die Pubertät ist oder ob wir gerade irgendwie falsch erziehen oder so. Andererseits haben uns eigentlich alle, die einen Hund so von Welpe an erzogen haben, gesagt, dass das zwei sehr, sehr, sehr anstrengende Jahre werden. Insofern glaube ich, dass da schon alles soweit jetzt erstmal normal ist und dass sich das dann vielleicht so mit 3 Jahren gibt. Hoffentlich. Und wir dann einen ganz ruhigen, ausgeglichenen Hund haben. Schauen wir mal. Also zumindest waren eigentlich fast alle erwachsenen Bernersen, die wir getroffen haben, wirklich ja, ganz, ganz angenehme Gesellen. Aber wirklich, also heute bei der Gassi-Runde war ich allein und ich habe Balu auf dem Weg hin zum, da ist so ein Waldwiesengebiet, habe ich gesagt, du bist heute eine Ausgeburt der Hölle. Und das habe ich schon eigentlich auch genauso gemeint. Also im Nachhinein kann man das so ein bisschen witzig erzählen, aber also es gibt dann schon so Momente, wo man haarscharf an der Verzweiflung vorbeischrammelt, weil natürlich nehme ich das irgendwo auf meine Kappe, ne? Also ja, Pubertät hin und her, aber im Endeffekt sind schlecht erzogene Hunde eben genau das, schlecht erzogen. Also insofern ist es die Schuld der Halterin des Halters oder ja, wie man halt damit. Also warte, stopp. Es gibt natürlich auch Hunde, die wirklich was Traumatisches erlebt haben und jetzt in der Familie zum Beispiel neu anfangen. Das meine ich jetzt nicht, aber ja, wenn man einen Hund, dem es an sich gut geht, ja, nicht ordentlich erzieht, dann kann man das nicht unbedingt auf den Hund schieben. Aber naja, wir geben unser Bestes. Und im Großen, also es gibt auch ganz okay Tage, aber ich sag mal, dass man jetzt behaupten könnte, das war die beste Gassi-Runde, das ist jetzt schon eine Weile her, muss ich sagen. Ja. Ja, mal gucken. Und dann war ich heute tatsächlich noch, also ich war halt allgemein ganz fleißig, ich habe noch so eine etwas aufwendigere Umfrage ausgefüllt, das war, glaube ich, für die Abschlussarbeit von jemandem und Kommentare beantwortet und bla bla bla. Und ich habe mich dann noch aufgerafft zum Klettern. Aufgerafft klingt so negativ. Ich kletter natürlich an sich gerne, aber manchmal ist dann doch so ein kleiner Schweinehund da. Ich war halt auch sehr müde und habe es dann aber trotzdem gemacht und bin jetzt halt ganz stolz darauf, dass ich mich jetzt schon mehrmals so ein bisschen zu Dingen gezwungen habe. Was ich positiv meine, dass man ja dann manchmal auch einen kleinen Anstupser braucht und ich muss sagen, das Klettern lief heute so okay, aber die Bewegung tat ganz gut und jetzt muss ich nur noch mal gucken, wann und wie ich vielleicht dusche, denn wir haben gerade kein warmes Wasser seit Samstag. Vielleicht Katzenwäsche. Mal gucken. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue.
Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do.